Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carlos Martins von Traders Club 24 und ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie ich einen sogenannten Frühjahrsputz mache mit dem MetaTrader oder wie ich den MetaTrader etwas aufräume. Und da zeige ich euch ein paar Tricks, wie man das machen kann. Am Anfang werde ich euch erstmal zeigen, wie die einzelnen Symbole, wie man sie verschieben kann. Wir fangen mal ganz oben an. Ihr seht hier den Marktpreis. Also wenn ihr oben auf den Marktpreis kommt, ja hier die Symbole, Euro, Dollar, ja, wo ihr einen Klick drauf machen könnt und den Chart euch wieder reinziehen könnt. Ja, also linke Maustaste rüber, dann habt ihr British Pfund hier. Oder wenn ich das wieder auf den Euro, Dollar mache, ja, dann habt ihr den Chart hier wieder. So, kann ich das hier ein bisschen verändern? Ja, natürlich könnt ihr das. Ganz einfach, wenn ihr mit der linken Maustaste oben rauf geht, auf die Symbolleiste und zieht das mal hier in die Mitte. Dann könnt ihr hier den Marktpreis hier in die Länge ziehen. Ja, könnt ihr nach unten schieben. Ja, je nachdem. Aber was viel wichtiger ist, wenn ihr mit zwei Monitoren arbeitet, ihr könnt dieses Symbol hier, dieses Feld rüberziehen auf den rechten Bildrand. Das mache ich jetzt einfach mal. Genauso gut kann ich das hier mit diesem Bereich machen. Ich kann den löschen, kann den verschieben, kann mir das so nach meinem Empfinden, nach meinem Style eben halt kreieren. Ich kann das Ganze auch wieder zurück auf meinen zweiten Monitor auf die rechte Seite schieben. Wenn ich das Ganze wieder zurückhaben möchte, links rüberziehen. Ja, und hier eingeordnet können wir uns das Ganze hier so wieder kreieren, wie wir das Ganze letztendlich haben möchten. Genauso gut hier den Navigator wieder rüberziehen und wir haben den Navigator drinne. Ja, jetzt habe ich das hier unten, das da oben. Also ihr könnt es je beliebig verschieben. Das ist ein Riesenvorteil im MetaTrader. Das sind Elemente, die ihr eben halt so variieren könnt. Und ihr merkt, wenn ihr das raus habt, habt ihr erstmal schon mal ein viel, viel größeres Chartbild. Ja, zweite Frage, die ich auch immer bekomme, hier bezüglich des MetaTraders, und das meinte ich auch mit den Frühjahrsputz, sind oben diese ganzen Icons. Brauche ich die alle? Ja, also ich brauche einen großen Teil nicht und ich zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze verändern kann, löschen kann, wieder reinfügen kann. Es geht relativ einfach, man muss nur wissen, wie. Also wir haben hier oben bei Ansichten, da haben wir hier die Statusanzeige, Chartleiste, Werkzeugliste, Normal, Diagramm, Linienschuss und dann gibt es hier ein Passus, der heißt Anpassen. Wenn ich da drauf drücke, ja, dann kommt hier ein rechtes Feld, das steht hier oben links, Tool anpassen. So, und jetzt ist hier die Frage, brauche ich diese ganzen Icons? Ich brauche sie nicht und ich zeige mal, wie wir oben die Leiste ein wenig verändern können. Also den Meta-Editor brauche ich nicht, rüberziehen, Expert Advisor handle ich nicht mit, rüberziehen. Neue Order lassen wir mal drin, Strategietester brauche ich momentan auch nicht. Navigator lasse ich, Vollbildschirm lasse ich auch. Hilfe brauche ich nicht, ziehe ich auch rüber. Gucken wir noch, was wir hier oben haben. Optionen. Alle Optionen können wir noch offen lassen. Drucken brauche ich nicht. Druckvorschau brauche ich auch nicht. Ja, und jetzt schließe ich das Ganze. Und ihr seht jetzt oben gleich schon die Veränderung. Wir haben hier ein wenig Platz geschaffen. Jetzt können wir anfangen, von dem Platz uns diese ganze Geschichte rüberzuziehen. Linke Maustaste hier oben, wo das grau melierte ist, rüberziehen. Und ihr seht, ich kann das Ganze hier ein wenig aufräumen. Ja, wenn ich hier rauf gehe und rechte Maustaste mache und hier wieder anpassen drauf drücke, ja, dann habt ihr hier die Möglichkeit, noch auch hier wieder Dinge zu verändern. Schablone brauche ich auch nicht, rüberziehen. Periode brauche ich auch nicht, weil ich habe ja oben 1 Minute, 15 Minuten, das habe ich schon und diese Periode ist genau das gleiche, ziehe ich also auch rüber, kann ich drauf verzichten. Chart Shift, Autoscroll, das möchte ich gerne. Balken, Linien, Charts, das möchte ich auch noch drin haben. Schließen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Feld hier mit den ganzen Linien. Und auch da gehe ich rechte Maustaste ran, draufdrücken. Und jetzt schaue ich mal, brauche ich Pfeile oben, unten? Nein, brauche ich nicht. Rechteck nutze ich zumindest. Ja, ob ihr das nutzt, ist die Frage. Gernfern raus. Standard Division Channel raus, Fibonacci Arcs brauche ich nicht, Gen Gitter brauche ich auch nicht. Ja, schauen wir nach Fibonacci Retracement brauche ich definitiv. Den Channel kann ich noch nutzen, Fadenkreuz, Cursor, Rechteck, das lasse ich jetzt und schließe das Ganze. Ja, und jetzt sehen wir schon wieder, haben wir viele, viele Dinge hier aufgeräumt. Ja, und
Jetzt kann ich das Ganze hier noch verschieben wieder. Ja, ich kann aber auch hier meine Zeiteinstellung, kann ich zum Beispiel auch nach unten ziehen in den Chartbereich. Ja, kann das Ganze nach unten legen. Dann seht ihr hier, dann habe ich den Bereich hier unten. Ja, kann das Ganze auch an die Seite schieben. Ja, wohin ich das möchte. Ich möchte es aber jetzt ganz nach oben geschoben haben. Jetzt habe ich es hier ganz oben. Und jetzt achtet mal bitte drauf. Jetzt kann ich hier diesen Bereich auch ganz normal hier einfügen. Und jetzt habt ihr gesehen, wir haben einen etwas größeren Platz für unser Chartfenster. Dadurch, dass wir alles jetzt aufgeräumt in einer Reihe haben, ja, ist unser Bild etwas größer. Es ist auch für Leute, die mit dem Laptop arbeiten, die nur oder vielleicht nicht so einen ganz großen Bildschirm haben, ja, könnt also die Dinge individuell verändern. Wenn ihr wieder Teile reinhaben möchtet oder auf dem Webinar seid und da zeigt der Trainer irgendwie ein Werkzeug, das wir vielleicht da nicht mehr drin haben, einfach hier oben auf Ansicht gehen, Werkzeugleiste anpassen. Und die Dinge, die wir hier rausgenommen haben, können wir ganz normal wieder reinfügen. Das ist ganz, ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Strategietester wieder rüber haben möchte, linke Maustaste gedrückt halten, rüberziehen, schließen und jetzt haben wir den Strategietester wieder mit dabei. Ja, und so einfach geht es hier beim MetaTrader, Dinge zu verändern. Und wenn ich jetzt von meinem linken Bildrand wieder meinen Markt zurückhaben möchte, ziehe ich das jetzt rüber. Jetzt habe ich ihn dort wieder. Mein Navigator ziehe ich auch wieder rüber. Jetzt habe ich ihn dort, ja, und kann hier individuell die Dinge einfließen lassen. Auf Schluss einfach wieder draufdrücken hier oben. Ja, einmal hier auf dem Markt und ihr könnt ihn auch hier so verändern. Zurück. Und so ist das. Es geht relativ einfach und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen paar Handgriffen zeigen, wie einfach es ist, beim MetaTrader die Symbolleiste zu verändern, die Toolbox zu verändern, Indikatoren wieder reinzufügen, etc. Und wünsche euch viel, viel Spaß beim Traden, erfolgreiche Woche beim Traden. Euer Carlos. Bis zum nächsten Mal.